Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 348 am Dienstag, den 14. November 2023. Es ist 23.30 Uhr. Ich bin in Hattstedt und wir haben noch 6 Grad Außentemperatur. Ja, erster Tag jetzt in meinem neuen Zwischenzuhause quasi. Bei meiner Schwägerin, bei meinem Schwager bin ich super gut aufgenommen worden. Habe heute Morgen mein Wohnmobil in die Werkstatt gebracht und nun bin ich ein paar Tage hier, bis ich hoffentlich das Wohnmobil am Freitag wieder abholen kann. Ja, ich war heute ein bisschen einkaufen und habe meinem Schwager noch geholfen, hier im Haus was aufzuhängen. Und ja, dann haben wir heute Abend noch gemütlich zusammengesessen, bisschen geklönt, bisschen Fernseh geguckt und so weiter und so fort. War relativ unspektakulär der Tag. Aber eine Sache möchte ich erwähnen. Ich habe heute Abend eine sehr, sehr großzügige Spende in meine Dieselkasse bekommen über PayPal und bin da so überrascht davon. Also das war immer mal so, dass ich mal 10 Euro von irgendjemandem da rein bezahlt bekommen habe, mal für Katzenfutter in Griechenland, mal einfach, weil die neben mir gestanden haben und das toll fanden, was ich mache und so. Und so ist es ja letztendlich auch gedacht. Wer Lust hat, kann da mal ein paar Euro praktisch reinzahlen. Und ja, ich freue mich darüber, wenn ich so ein bisschen da auch wieder was gut bekomme und steckt das ja auch alles in den Podcast und auch in andere Dinge, die eben fürs Reiseleben dann wichtig sind. Das ist ja nach wie vor alles entgeltfrei zu hören bei mir und ist ja doch ein bisschen Aufwand auch, den ich betreibe. Aber sowas habe ich jetzt tatsächlich noch nie erlebt in den 5,5 Jahren und bin da sehr dankbar. Und ich weiß, dass die Spenderin mir auch zuhört und bedanke mich hier nochmal ganz offiziell an dieser Stelle für diese tolle Zuwendung. Und das unterstützt mich natürlich sehr, gerade jetzt in so Zeiten, wo dann so größere Reparaturen am Wohnmobil anstehen, macht es das ein bisschen leichter auf jeden Fall. Also nochmal herzlichen Dank und ich bin wirklich überwältigt von dieser Hilfe und bin da echt baff, weiß noch gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, das war ein wirkliches Highlight heute und bin mal gespannt jetzt, wie die nächsten Tage sind. Und ja, ihr dürft Daumen drücken, dass das am Freitag dann alles fertig ist und ich TÜV habe und dann wieder mehr oder weniger weiterziehen kann. Dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag, irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.